Hallo meine Lieben, willkommen zum nächsten Schminksammlungsvideo. Heute soll es um Lippenstifte gehen. Ich habe einige Lippenstifte. Ich muss sagen, ich trage sie viel zu selten dafür. Sollte sich ändern. Ich fange einfach mal mit denen an, die ich besonders oft benutze und zeige euch dann die, die ich eher gar nicht bis kaum benutze. Also für meine Verhältnisse. Im Moment habe ich zwei Stück in meiner Handtasche. Und zwar habe ich einmal diesen von Catrice. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, weil man kann das nicht mehr lesen. Es hieß, glaube ich, irgendwie Orangina oder sowas. Ist ein ziemlich knalliges Orange-Rot. Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Es tut mir sehr leid. Und ich habe von Catrice noch aus der Jackson Tweed LE den Brit Chic in meiner Handtasche. Und der ist so schön. Also der ist bei mir eben so eine You Lips But Better Farbe. Ist eben eher so ein Braun, aber ich liebe sie. Die muss ich jetzt auch draußen lassen, weil sonst vergesse ich sie wieder in meine Handtasche zu tun. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe hier eben so Lippenstiftfächer und da drüben auch noch. Und die, die ich euch jetzt zeige, sind eben von hier. Das sind die, die zu denen ich eben öfter greife. Wir haben einmal aus der Alverde Waldgezwitscher LE. Wie süß ist diese Verpackung übrigens. Die Farbe Waldbeere. Ist so ein dunkles Lila. Die finde ich unglaublich toll. Das ist irgendwie ziemlich wachsig und dadurch hält das sehr lange. Finde ich gut. Ich habe von Kiko einen Lippenstift in der Farbe 810. Ist so ein Rot mit ein bisschen Schimmer und ein bisschen Schier. Dann einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte ist von Alverde, die Farbe Raisin Berry. Ist ein dunkles Rot. Die haben innen so einen Pflegekern, soll das sein. Und die Farbe ist ja wohl der Hammer, oder? Dann nochmal ein von Kiko, das ist die Farbe 815. Ja, ist ja eher so ein Pinkton. Dann aus der Essence Urban Messages LE ein Lippenstift in der Farbe. Absolut keine Ahnung, steht das hier irgendwo? Ich weiß nicht, der war auf jeden Fall auch limitiert. Ist ein Rot. Was an dem besonders ist, ist, dass der sehr cremig ist und auch nicht ganz so deckend. Der ist ein bisschen schierer. Einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte auch von Manhattan. Die Farbe Like Me ist ein Glossy Lipstick. Der war auch limitiert. Ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Ja, der ist eben so pink, aber geht auch ein bisschen ins Peachige. Dann von Wet n Wild. In Sugar Plum Fairy, der soll, glaube ich, ein Dupe zu irgendeinem MAC-Lippenstift sein. Fragt mich jetzt aber nicht zu welchem, weil ihr wisst, ich und MAC, wir sind Neulinge. Ist so ein schönes dunkles Pink, was irgendwie ein bisschen ins Lila geht. Und dann habe ich von Wet n Wild diesen noch, das ist Copper Dust. Auch eine schöne Farbe, die hat eben ein bisschen Goldschimmer noch drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Swatch sehen könnt. Dann von Kiko aus der Ace of Diamond LE, die Nummer 21. Vielleicht findet ihr die noch irgendwie, aber ist jetzt schon ein bisschen her. Ist eben eher matt. Dann von Essence, das ist natürlich kein Lippenstift, den ich öfter benutze, aber ich habe ihn eben irgendwie oben. Aus der Good Girl, Bad Girl LE, It Wasn't Me. Also das ist wirklich eine gewöhnungsbedürftige Farbe. Eben so ein dunkles Lila. Dann von Catrice Pinkerbell. Das ist eine richtig knallige Farbe. Das ist schon fast so ein Neonrosa. Ich glaube aber, die ist auch aus dem Sortiment gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach ja, den habe ich auch immer in meiner Jackentasche. Das ist von Kiko ein Kiss Balm und das ist die Farbe, glaube ich, Heidelbeere. Steht das irgendwo? Blueberry. ja, es ist eben ein Lippenpflegestift. Das heißt, er gibt nicht so viel Farbe ab, aber schon ein bisschen. Und er hat eben so ein bisschen Schimmer drin. Und ja, den habe ich gerne in meiner Jackentasche, um einfach mal so ein bisschen was aufzugeben. Dann von Astor aus der Heidi-Kollektion. Gab es irgendwie vor 1000 Jahren. Aber den gibt es jetzt wieder, glaube ich. Jetzt auch im Standardsortiment, glaube ich sogar. Das ist Bubbly. Und Bubbly ist eine tolle Farbe. Ist eben so ein knalliges Pink. Dann von Essence, Blush My Lips. Absolut tolle Farbe, kann ich euch nur empfehlen. Ich finde die auch, also von der Haltbarkeit und allem echt toll. Ist eben so ein Pink.
Ihr seht schon, ich stehe auf Pink, ne? Und dann den habe ich mir in Amerika gekauft, weil die ja irgendwie sehr gehypt sind. Von Revlon, einer dieser, wie heißen die? Lip Butter Lippenstiften in Lollipop. Was ich da ziemlich blöd fand, war, das weiß ich noch, die hatten keine Tester. Und ich war ja unterwegs und in Amerika hatte ich natürlich kein Internet unterwegs. Hab den auf gut Glück mitgenommen, aber ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit der Farbe. Er ist eben wieder in Pink, wie ihr sehen könnt. Ich, ja, Pink und ich sind anscheinend bei Lippenstiften eine gute Kombi. Dann habe ich hier aus der Far East So Close MLE von P2 die Farbe Lily. Und das ist ein unglaublich tolles Rot. Ja, die liebe ich. Wo swatche ich euch das hin? Da oben. Das ist das erste Aufbewahrungsteil gewesen mit den Lippenstiften, die ich eben, zu denen ich regelmäßiger greife. Wie gesagt, ich trage wirklich viel zu selten Lippenstift für das, was ich habe. Was ich aber, wie gesagt, auch ändern möchte. Ja. Numero uno. Es geht weiter. Mach mal weiter mit ein paar von P2 aus der Sheer Clem-Reihe. Da habe ich einmal French Kiss. Das ist auch ein Ton, den ich oft trage. Der ist eben auch sehr alltagstauglich. Eben so ein Pink. Dann Love Actually. Ich muss sagen, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, den werde ich jetzt aussortieren. Das ist eine schöne Farbe, ist eben irgendwie so ein. Geht eher ins Lila, ne? Aber ich finde, der steht mir absolut nicht. Darum muss ich den leider aussortieren. Und dann habe ich noch Sex and the City. Auch ein Ton, den ich unglaublich oft trage. Also diese Sheer Clem Lippenstifte, die sind eben so ein bisschen schierer, wie der Name auch schon sagt. Und darum finde ich die auch recht alltagstauglich. Dann habe ich hier noch von Wet n Wild eine Farbe und das ist Smoking Hot Pink. Wenn ich mich jetzt nicht total irre, habe ich den geschenkt bekommen. Auch eine tolle Farbe, ist eben eher so matt. Den habe ich sicher geschenkt bekommen und zwar von der Aline zu meinem Geburtstag. Der ist von Reval de Loup. Ist das die Nummer 24? Ja, ist die Nummer 24. Die haben ja hier unten noch den Teil, den man abnehmen kann, wo auch nochmal Lippenstift drin ist. Das ist eben so ein Nude-Ton. Auch sehr schön. Dann habe ich von den Pure Color Lipsticks von P2 eine Farbe und zwar ist das Kö. Wie passend, wenn ich aus Düsseldorf komme, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Ist ein ziemlich knalliges Pink. Ja, irgendwie stehe ich auch auf diese knalligen Pinks. Ich frage mich nur, wann ich die jemals tragen soll, alle. Dann habe ich hier einen von Catrice. Ah, ne, doch, wir sind immer noch bei Catrice. Dann fangen, nicht immer noch, wir fangen jetzt mit Catrice an. Einen von Catrice und zwar ist es It's a Mad World. Das ist eben ein mattes Rot, den ich damals unbedingt haben wollte. Aber ich muss sagen, ich habe ihn seitdem kaum getragen. Dann eine dieser Ultimate Shine Lippenstifte von Catrice. Das ist die Farbe Russian Violet. Das ist auch so eine lila Farbe. Steht mir auch gar nicht, finde ich ehrlich gesagt. Da ist der wahrscheinlich noch besser. Ich glaube, das war der, mit dem ich den verwechselt habe, der mir nicht steht. Moment. Ja, den sortiere ich aus, weil der steht mir nicht. Sorry. Dann habe ich aus der Catrice La Frixe Chic LE einen Lippenstift in Extravagant, was weiß denn ich. Ist so ein ziemlich dunkles Braun. Ist für mich aber eher so eine Your Lips But Better Farbe, weil er ist eben auch recht sheer. Und der gefällt mir sehr gut bei mir. Dann habe ich hier noch einen von Catrice und das ist die Hip Trip LE Wheels on Fire. Die Farbe hier. Auch sehr schön. Ich muss meine Hand mal säubern. Dann habe ich von L'Oreal aus der Collection Privée J-Lo's Nude. Ich habe den auch schon ein paar Videos mal getragen. Der ist vielleicht minimal zu hell für mich. Könnt ihr jetzt hier wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber irgendwie gefällt mir das. Ich weiß nicht, ich finde das schön. Dann habe ich hier von, was ist das? Maybelline? Ja, von Maybelline die Farbe Raspberry Sorbet. Ich glaube, das war einer meiner ersten Lippenstifte. Schauen wir mal, wie gut ich den benutzt habe. Ja, doch. Kann man jetzt wirklich nicht sagen. Finde ich auch immer noch schön. Und zudem, von dem Alter her, gehört dieser von Maybelline, das ist Sunset Diamonds. Und ja, den habe ich geliebt. Ihr seht, wie viel da schon weg ist von. Ich finde ihn mittlerweile sehr glitzerig.
Aber ich behalte immer. Dann habe ich hier einen von Estée Lauder, von meiner Mama mal bekommen. Das ist Matt Kakao und ich liebe ihn. Das ist so eine Wahnsinnsfarbe. Nicht für jedermann, finde ich, aber irgendwie schön. Dann habe ich von Kiko einen Pencil Lip Gloss in der Nummer 05. Dann einen, den ich jetzt leider aussortieren werde, aus der Beauty Rebel LE. Das ist die Farbe Nude 2. Ist eine schöne Farbe, steht mir nur leider absolut nicht, weil viel zu hell. Der wird auch aussortiert. Dann habe ich zwei aus der Manhattan, weiß ich nicht mehr was, LE. Das ist einmal Intense Lip and Cheek Balm Tomato Juice. Cheek Balm? Weiß ich jetzt nicht. Ist eben so ein Orange-Rot. Ich versuche das mal so ein bisschen zu. Naja, also für Cheeks finde ich das schon. Obwohl. Könnte man mal ausprobieren. Habe ich ehrlich gesagt noch nie für die Wangen benutzt. Und eben aus der gleichen LE habe ich noch einen und das ist Fly Me Pretty. Fly Me Pretty. Ist eben auch, oh, Überraschung, ein Pink. Ich werde das auch mal versuchen, weil man das ja anscheinend auch für die Wangen benutzen kann. Ich nicht. Gefällt mir von der Farbe jetzt für die Wangen nicht sonderlich. Dann habe ich noch zwei von Astor, von diesen Lip Butter Dingern. Ja, welche Farben? Das ist ein bisschen ärgerlich, weil man das dann nicht mehr lesen kann. Ich glaube, das ist irgendwas mit Cherry. Ich weiß es aber nicht genau. Ist eben ein Rot. Da weiß ich es beim besten Willen nicht. Der sieht jetzt so ein bisschen fleckig aus, aber ja. So, das war das zweite Aufbewahrungsteil. Und jetzt kommen die Sachen, die ich kaum bis gar nicht benutze. Einen Moment. Ich habe vergessen, und zwar ist das von Manhattan aus der, weiß ich nicht was, LE, Festival Icon. Ein Pink. Und vom P2 aus der Lala Berlin LE, Root Red. Auch eine tolle Farbe. So, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mir die jetzt nochmal genauer angucken, aber ich glaube, da werde ich einiges davon auch einfach jetzt aussortieren. Warum soll ich das auch behalten? Ich habe natürlich auch noch so Lipgloss-mäßige Sachen und so, aber ich wollte jetzt am Ende erst machen, weil sonst meine ganze Hand versaut ist. Also, wir haben von Estée Lauder Perfect Nude. So eine Farbe. Ist mir halt einfach zu hell. Kann man aussortieren. Ich meine, wann soll ich die tragen, wenn sie mir zu hell ist? Dann habe ich hier von Maybelline Fresh Apricot. Ja, gefällt mir auch überhaupt nicht. Wird aussortiert, weil ich meine, hallo, es ist viel zu hell. Bin einfach nicht ich. Dann habe ich von Manhattan aus einer LE einen. Den habe ich ehrlich gesagt nur gekauft, weil er so aussah. Ist auch ein Nude, was mir bei mir nicht gefällt. Der wird auch aussortiert. Dann habe ich einen von Mary Kay. Whisper heißt der. Der ist auch einfach nicht mein Hautton entsprechend. Der ist ja ähnlich wie der von Manhattan, nur nicht so glänzend. Ja, so leid es mir tut. Wird aussortiert. Ja, und dann kommen wir schon zu Lipglossen. Ich habe einmal aus der Hugs and Kisses LE von Essence ein Lip Tint. Obwohl, die Lip Tints mache ich, glaube ich, am Ende, weil die machen wirklich, was sie wollen. Ich habe von Basic ein Lipgloss. Ja, habe ich. In Rot Glitzer. Das ist ja höchst interessant. Ja, ich behalte eben sowas wie Karneval oder so auf. Dann habe ich von NYC Kissgloss. Ups. In Soho Sweet Pea. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen, gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall jetzt auch nichts, was ich trage. Guckt mal. Vielleicht Karneval, ne? Aber ansonsten weiß ich damit leider nichts anzufangen. Dann kommen wir zu diesen ganzen glossigen Sachen. Ich habe von Essence von diesen Stay With Me Long Lasting Lipglossen die Farbe Candy Bar, die finde ich echt toll. Die gibt es aber ja leider nicht mehr, soweit ich informiert bin. Die sind halt sehr schier. Aber irgendwie haben die immer so ein schönes Finish gemacht. Den habe ich auch noch in einer anderen Farbe, und zwar in Bury Me.
Dann habe ich von P2 aus der A Night to Remember LE einen Sweetness of Seduction Lip Gloss in der Farbe Breathtaking. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht getragen, aber er ist eigentlich echt wunderschön. Zeige ich euch den. Das kann man jetzt irgendwie gar nicht so wirklich sehen. Ich mache mir meine Hand nochmal sauber. Ja, so kann man übrigens seine Abschminktücher auch verbrauchen. Dann habe ich von P2 einen dieser Beautifying Lip Smoother in der Farbe Cake Pop. Die sehen ja so lustig aus, ne? Also auf meiner Hand sieht man davon jetzt irgendwie nichts. Auf meinen Lippen, ja, ich finde die ein bisschen hell. Mir wurde aber gesagt, das steht mir, darum habe ich ihn noch. Dann habe ich hier einen von Soap and Glory, das ist Sexy Motherpucker. Ich finde den unangenehm auf den Lippen. Der prickelt so krass irgendwie. Er soll wahrscheinlich Volumen zaubern, ne? Ist eben so ein Nude-Ton. Ansonsten ist der ganz schön. Dann habe ich zwei aus der P2 Wild Me Up LE. Und zwar den roten und den orangenen. Der orangene nennt sich Jungle Lily. Und warum ich mir den gekauft habe, ist mir ein Rätsel. Der wird auch sortiert. Leute, ich habe keine Ahnung. Der steht mir nicht. Und dann habe ich noch Jelly Pop. Das ist eben die rote Variante davon. Und die ist eigentlich ganz schön. Guckt mal. So, jetzt kommen wir, glaube ich, schon fast. Ach nee, wir haben hier noch den Manhattan Water Flash Lip Gloss. Ist halt ein durchsichtiger Lip Gloss. Braucht man jetzt nicht swatchen. Und ich habe von Sleek das Powder Polish. Das habe ich euch aber auch schon oft geswatcht. Ein Electro Peach. Und jetzt kommen wir zu diesen Sachen, die Stain hinterlassen. Und ich frage mich, soll ich das jetzt wirklich tun? Ja, ich mache das jetzt. Ich glaube, ich bin durch, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Lasst mich einmal gucken. Also, wir kommen zu den Sachen, die einen Stain hinterlassen. Was haben wir denn hier alles? Ich habe einmal von Catrice einen dieser Made to Stay Smoothing Lip Polish Dingern. Und zwar ist das die Farbe Mission Pink Possible. Der ist ziemlich schön. Ein knalliges Pink. Leute, irgendwie stehe ich auf knallige Pinks, habe ich das Gefühl. Dann aus einer Manhattan LE ein Color Splash Liquid Lip Tint. Warum habe ich blau am Finger? Irritiert mich jetzt etwas. Das ist die Farbe Red Tulip. Der sieht hier sehr orange aus, finde ich. Aber wenn man ihn dann aufträgt, ist er rot. Dann habe ich von Manhattan, ich glaube, die heißen Lips to Last, die 46T. Die sind eben so aufgebaut. Man hat eben auf der einen Seite die Farbe. Die sind wirklich toll. Und auf der anderen Seite hat man dann noch so ein Gloss-Ding, was man drüber gibt. Weil die werden halt ziemlich matt, trocken, wie auch immer. Upsala. Und aus der gleichen Reihe habe ich noch die 44Q. Und das ist halt ein Rot. Die halten aber halt wundervoll. Und dann habe ich hier ein paar, die ich jetzt aussortieren werde, weil ich sie nicht trage und weil sie auch schon was älter sind. Und zwar zwei von Essence, einmal aus der New League und einmal aus der Hugs and Kisses LE, solche Lip Tints. Und einmal, ich glaube, das ist P2. Was ist denn das? Most Wanted LE. Boah, keine Ahnung, Leute. Ach doch, Boundless Red. Ich meine, der sieht auch nicht mehr so berauschend aus. Ja, Leute, das war's. Ich hatte es euch gesagt, das geht nicht weg. Ich werde meine aussortierten Sachen jetzt noch weglegen und ich bedanke mich mal wieder fürs Zugucken. Dieser Nachtrag, ich habe noch Lip Liner, die ich jetzt ganz vergessen hatte. Davon habe ich aber auch nur vier. Ich habe einen von HEMA, das ist die Nummer 15. Der ist sehr hart. Aber ich habe viele braune Lippenstifte, deswegen habe ich mir den gekauft. Dann habe ich einen von Max Factor in der Farbe Red Rush. Einfach ein Rot, den ich eigentlich auch gerne so als Lippenstift verwenden wollte, aber funktioniert nicht. Das mache ich übrigens auch gerne. Und jetzt habe ich noch zwei neue geschenkt bekommen von der CM. Die sind beide von Essence. Und zwar haben wir einmal Red Blush und einmal Honeyberry. Honeyberry? Ja, Honeyberry. Oh mein Gott, Honeyberry ist ja ein Traum. Und Red Rush. Oh, ist auch toll. Ja, das sind die noch. Die sind unglaublich cremig, das ist ja der Hammer.
Ich muss sagen, der ist sehr hart. Der lässt sich eben so allein nicht tragen. Und die sind wirklich toll. Ja, vielen Dank, Siem. Also, Begeisterung pur. Ja, das war jetzt ein kurzer Nachtrag. Ich sag euch jetzt wirklich Tschüss und bis bald.